Willkommen bei Power Pivot für Excel 2010. Auch in diesem Beispiel werde ich größere Excel-Tabellen miteinander verknüpfen und in Power Pivot auswerten. Die Herausforderung hier in dieser Datei ist, ich habe zwei mir gelieferte Tabellenblätter. Das eine Tabellenblatt mit über 1 Million Datenzeilen und das zweite Tabellenblatt mit 635.000. Die bekomme ich nicht zusammen in einem Tabellenblatt ausgewertet. Ich muss diese Daten aber nachher zusammen in einer Tabelle sehen. Über Power Pivot ist mir dieses Zusammenfügen möglich, allerdings nicht über Power Pivot verknüpfte Tabelle erstellen. Dort kann ich die beiden Datentabellen einzeln importieren, aber nicht untereinander matchen. Ein kleiner Umweg über eine neue Datei. Ich schließe kurz diese Datei. Ich werde die Daten gleich anders abrufen. Ich erzeuge eine neue Datei. Und in dieser Arbeitsmappe erzeuge ich eine Verknüpfung über Daten, Verbindungen zur Datendatei. Nach weiteren Elementen suchen. Dort ist meine Datei. Öffnen. Und ich verbinde mich mit dem Blatt Regional. Klicke auf Schließen. So, jetzt ist die Verknüpfung zur Datei hergestellt. Nun werde ich über Power Pivot, übers Fenster, die Verbindung zu den Daten, zu den verknüpften Daten herstellen. Über den Reiter Entwerfen. Vorhandene Verbindung. Die Verbindung zur Datei ist ja hergestellt. Von dieser Datei auf die Verkehrsbetriebe. Ich klicke auf Öffnen. Weiter. Nun wird mir dieses Tabellenblatt, auf das ich verknüpft habe, angeboten. Über Fertigstellen werden die 635.000 Zeilen importiert. Das dauert nun natürlich einen kleinen Moment. Der Import wird ausgeführt. Ich sehe nun ungefähr in Hunderttausender Schritten, wie die einzelnen Zeilen hier in Power Pivot aufgenommen werden. So, das war live. Ich klicke auf Schließen. So, nun sehe ich das Blatt regional. Würde ich nun nach altem Muster das zweite Blatt hinzufügen, hätte ich hier unten das zweite Blatt Städte stehen. Ich möchte aber hier eine Ergänzung haben, um die 1 Million Zeilen. Und dafür wähle ich die Tabelleneigenschaften. Hätten Sie nicht über die vorhandenen Verbindungen die Verknüpfung hergestellt, würde Ihnen hier in den Tabelleneigenschaften, das dauert einen kleinen Moment, würde Ihnen hier oben die Auswahlmöglichkeit fehlen, zusätzliche Abfragen zu erzeugen oder halt die Abfrage zu bearbeiten. Und an dieser Stelle helfen Ihnen SQL-Kenntnisse. In diesem Fall möchte ich ja eigentlich nur auf das zweite Blatt, und zwar alle Daten des zweiten Blattes, ergänzen. Und ich möchte diese Daten verknüpfen. Ich möchte eine Verbindung, eine Verknüpfung herstellen und möchte aus dem Blatt Städtisch, so heißt das Blatt, ich kopiere hier oben, möchte ich aus dem Blatt Städtisch, ja, spitze, eckige Klammer auf, Städtisch, so möchte ich die Daten alle nehmen, ich kopiere das mal kurz, und den Regionaldaten ergänzen. Ich überprüfe kurz die Syntax, ob die Struktur meines Befehls in Ordnung ist. Es wird gut geschaut, ob die entsprechenden Felder vorhanden sind. Die SQL-Anweisung ist gültig. Ich speichere die Abfrage. Und nun wird es noch ein wenig dauern, bis die 1 Million zusätzlicher Zeilen aus der anderen Excel-Datei geladen sind. So, jetzt werden aus beiden Dateien, Entschuldigung, aus beiden Tabellenblättern alle Daten geladen.
Wir können das auch gleich überprüfen. Und zwar bewegten sich die Regionaldaten im 20er-Zahlenraum, die städtischen von 1 bis 10. Das können wir an den Codes kontrollieren. Wir haben hier die Codes 1 bis 7 und 20 bis 24. Insgesamt ein Datenvolumen von 1,68 Millionen. Nun könnte ich natürlich noch zusätzlich Verknüpfungen erstellen, Daten integrieren aus dem Tabellenblatt. Ich lese entsprechend noch die fehlende Tabelle ein. Excel-Datei. Ich importiere zusätzlich noch ebenfalls aus der Datei. Ich habe hier eine Datei mit den korrespondierenden Codes. So, weiter. Hol mir dort das Unternehmen. Klick auf Fertigstellen. Das ist eine ganz kurze Tabelle von 12 Zeilen. Und in dieser Tabelle werden die Codes erläutert. Ich möchte mir einmal kurz die Unternehmen noch daneben schreiben mit dem Befehl gleich related. Related. Ich beziehe mich mit den Codes auf Unternehmen, auf das Unternehmen, auf den Namen des Unternehmens. Bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch keine Beziehung zwischen den beiden Daten. Ich muss an dieser Stelle noch sagen, zwischen diesem Code in diesem Code gibt es eine Beziehung, daher hier der Fehler. Es konnte nichts miteinander verglichen werden. Die Beziehung setze ich bei Entwerfen, Beziehung erstellen. Regional ist verbunden mit Unternehmen. Dort heißt die Spalte ebenfalls Code. Ich erstelle die Beziehung und kann nun hier ablesen. Hier handelt es sich bei 6 um die Wuppertaler Stadtwerke, bei 5 um VSR, 1 DSW. Und hierauf aufbauend kann ich nun die Pivot-Tabelle erzeugen. Pivot Table in einem neuen Blatt. Mich interessieren nun die Unternehmen und was diese in Summe an Kosten hatten. Das Ganze noch fürs Jahr. Na, hier habe ich leider nur, Moment, ich kontrolliere noch mal kurz die Daten. Hier sind noch die Datumswerte. An der Stelle hätte ich gerne die Jahreszahlen und da bieten mir die Data Analysis Funktionen von Power Pivot auch zum Großteil bekannte Funktionen aus Excel an. Die mit der Funktion Jahr hole ich mir noch kurz das Jahr aus den jeweiligen Datumsspalten. Ergänze das kurz. So, wechsle nochmal ins Pivot. Moment, kurz umbenennen. Das ist das Jahr. Das ist die Firma. Ich wechsle zu Pivot. Ja, und Firma ist hier noch nicht aufgenommen. Es gibt aber hier einen Hinweis. Die Power Pivot-Daten wurden geändert. Ich aktualisiere kurz. Habe diese Informationen nun auch zur Verfügung und kann zum Beispiel einen Jahresfilter hier aufbauen. Ein Jahresfilter in Form von Slicern, von Datenschnitten, dass ich sagen will, möchte, Daten sagen kann, ich möchte nur 2011er, 2010er oder 2010 und 11 Zahlen sehen.